Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht das schon wieder los. Okay. Ich starte einfach mal, oder? Ich starte einfach mal. So, herzlich willkommen, servus zu unserem Hausapotheke-Video und kurze Hard Facts zu unseren 10 Ölen und unserer Hausapotheke. Ja. So. Was bringt dir das, wenn du deine Apotheke zu Hause gegen diese wunderschönen natürlichen Öle hier ersetzt? Das wollen wir dir jetzt mal ganz kurz und knapp erklären. Wir hoffen, wir können uns kurz halten, weil ich bin ja immer gern so, ich schmück's immer gern aus. Du erinnerst mich daran, wenn ich zu fit glaube, gell? Okay. Dann grätsche ich dazwischen. Ja. Entschuldigung, wir hatten gerade einen kurzen Lachflash vorher, deswegen musste ich mich kurz einmal wieder erden sammeln. Aber das sind wir mit den Ölen ja genau richtig. Genau. Genau, wir dürfen euch heute, wie Marina schon sagt, die tolle Hausapotheke vorstellen und einfach kurz und prägnant einmal nicht alle Fakten nennen, weil, wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen. Aber so eure Vorteile, wenn ihr die Hausapotheke zu Hause habt. Wir starten oder einfach bestellt. Mal mit Lemon. Ja. Oder? Genau. Lemon, unsere Stimmungserheber, unser basisches Öl, so jetzt, was man super in der Früh ins Wasser reinträufelt, um ja, erstmal diesen Basenhaushalt zu füllen und zweitens die Stimmung zu erheben und zu sagen, yo, ich gebe jetzt richtig Gas. Genau, außerdem bindet es, weil es aus der Schale gepresst ist und nicht aus der Frucht, bindet es bei euch im Körper die Toxine, sorgt dafür, gerade wenn ihr zum Beispiel auch Themen habt wie Abnehmen oder auch so Gewichtsmanagement oder solche Themen, kann es euch unterstützen, wenn man jetzt eine längere Zeit auch ein Medikament nehmen musste, wo dann einfach der Körper belastet ist oder auch natürlich durch alle Toxine, die ihr sonst auch in Nahrung, in Kosmetik und überall findet, bindet dieses Öl ganz wunderbar diese Stoffe und hilft die auszuscheiden, also auch die Leber zu entgiften. Das ist wirklich ein ganz tolles Öl, auch gerade wenn ihr am Detoxen seid, wo wir auch noch euch begleiten dürfen in einem anderen Video, ist das ein super schönes Öl. Zudem natürlich auch für Oberflächen oder Sachen aus den Klamotten rausbringen, also so, ja, zur Reinigung. Zur Reinigung, ja. Genau, danke dafür. Und macht natürlich einen super. Ich verwende es auch für Pflanzen, also dass Pflanzen ein bisschen schneller wachsen. Also wirklich mit dem kann man so viele tolle Dinge tun. Genau. Das sind wie gesagt nur ein paar. Ja. Wir bemühen uns, da einen kurzen Überblick zu geben. Genau. Was auch super dazu passt, ist Peppermint, das dich sehr gut unterstützt, vor allem auch bei Kopfweh. Ja. Super geil für den Nacken. Also ich mache das sehr, sehr gut dazu im Nacken und auf einmal ist so wow. Befreit dich alles. Es ist auch ein Herzöffneröl, das heißt auch super für die Brust, um so ein bisschen zu sagen, jo, ich öffne jetzt mein Herz wieder für mich. Ja. Und fokussierend. Genau, es unterstützt sich außerdem beim Sport. Also es ist super, weil es halt wirklich ganz, ganz toll auch für die Leistungsfähigkeit unterstützend sein kann. Dann für Kinder auch oder auch, wenn du im Büro arbeitest und dich schwierig fokussieren kannst, in Kombination mit Lemon zusammen, genau. Ist es so die Konzentrations-, die Fokusmischung. Oder auch ganz toll bei allen Arten von, wenn du dir ein Fußbad machen möchtest im Sommer, was kühlt, also da ist sehr viel Menthol drin, deswegen genial im Nacken aufgetragen, bei Kopfweh auf die Schläfen oder ins Fußbad oder auch in den Diffuser. Ja, also ein Tropfen von diesem Öl hat so ungefähr die Power von 28 Tassen Pfefferminztee. Deswegen könnt ihr die Öle natürlich auch, oder kannst du die Öle auch innerlich nehmen. Da einfach morgens ein Tropfen Lemon und Pfefferminz in warmes Wasser, nicht zu heiß. Und dann ersetzt es auch mal den einen oder anderen Tee. Genau. Dann machen wir doch gleich mit Lavendel weiter, oder? So unsere typische Dreier-Kombination, ja, die auch im Intro-Kit ist für auch die Depressionen. Also Lavendel, unser Schweizer Taschenmesser, wie wir immer so gern sagen, das unglaublich viel hat. Und es ist dann auch so, wenn man nicht weiß, was, dann ist es für mich Lavendel oder Weihrauch, wo wir auch gleich dazu kommen. Zur Beruhigung, für mich das absolute Beruhigungsöl. Ja, abends zum Schlafen, mega schön, um die Routine einzuleiten. Und ansonsten auch für Sonnenbrand zum Beispiel mit dem Kokosöl verdünnt. Unglaublich toll. Stillt auch Blutungen, also wenn du dich schneidest oder eine Schnittwunde hast oder dein Kind, wie auch immer, das wirklich direkt aufgetragen, kann die Blutung auch stillen und ist sonst eben sehr, ja, beruhigendes Öl. Es kann unheimlich viel, also es würde jetzt den Rahmen sprengen, all die Vorteile von Lavendel aufzuzählen, aber es ist wirklich in erster Linie zum Beruhigen, zum Hautberuhigen bei Hautirritationen, also man spart sich wirklich sehr viel Geld an alternativen
Salben und ja, Schlafmittelchen. Genau. Dann machen wir mit Air weiter, oder? Mhm. Unsere Atemwegsmischung. Also wenn doTERRA von Ölmischung spricht, sprechen wir nicht davon, dass was hinzugemischt ist oder was weggenommen. Ihr findet oder du findest immer genau das, was aus der Pflanze kommt, in jedem Öl und sonst nichts. Da sind jetzt verschiedene Einzelöle drin. Das wirst du auch hier noch feststellen bei anderen Ölen, wo wir einfach die komplette ja, Komplexität von jedem Einzelöl zusammen haben. Das heißt, es unterstützt dich bei einer freien Atmung, dass wenn du bronchiale Themen hast, ja gerade auch so Themen Asthma, wenn man schwer erkältet ist, Husten-Themen hat, dann wirklich schön auf die Brust auftragen. Super, auch im Diffusor nachts, also genau. Wenn du merkst, okay, du kannst schwierig atmen. Ich hatte letztens auch den Fall mit Schnarchen. Schnarchen super, mit Air und Lavendel auch, ein bisschen aufs Kopfkissen tun und da ist dann wirklich super geil zum Durchatmen. Genau, Vollgas, also alles, genau. Was so öffnet, Atemwege, Atemerleichterung, für die Nebenhöhlen auch mal schön einfach ein heißes oder warmes Wasser machen, inhalieren oder ins Bad auch geben, ins Badewasser könnt ihr auch oder kannst du die Öle super gut auf Kokosöl auftragen, 1-2 Tropfen von deinen Lieblingsölen rein und misch dir die in die Badewanne. Genau, dann haben wir unser wunderbares Deep Blue. Ja. Das ist für, vor allem für mich so dieses Typische für Schmerzen, Verspannungen, um das da zu lindern. Und das wird für mich immer so heiß-kalt, so ein bisschen im Abwechseln, gell? Ja. Und also, ja, wirklich Verspannungen, Schmerzen, unglaublich geil, da wo es ist, auftragen. Genau, also alles, was du hast, egal ob es auch Gelenkthemen sind, Gelenkschmerzen, Rheuma, Gicht, bei Verletzungen, wenn ein Fuß gebrochen war oder so, die Schwellung zu reduzieren. Bei blauen Flecken, bei Kindern ideal, vor dem Sport aufgetragen, super gut, auch wieder für die Leistung vom Muskel nach dem Sport. Versorgt den Muskel wieder ganz gut, das heißt weniger Muskelkater, weniger Schmerzen nach dem Sport. Also es ist wirklich ein irre schönes Öl, auch wieder eine Ölmischung. Genau. Dann, was machst du? Dein Lieblingsöl, Melaleuca? Ja, beide. Ja, Melaleuca. Mittlerweile ist es gerade im Abgang. Okay, cool. Melaleuca, / Teebaumöl für Verletzungen und vor allem Akne-Hautthemen. Also mein absolutes Lieblingsöl zum Thema Abgrenzung. Das sage ich auch zu jedem, die was sagen, oh, ich kann mich nicht abgrenzen und so. Sage ich, bitte Teebaumöl. Ich schmiere es mir teilweise mit 1-2 Tropfen auch direkt ins Face. Man kann es natürlich auch super mit in die Hautpflegeprodukte mitgeben, auch für Haare, also wenn du Schuppen und sowas hast, kannst du auch super mit ins Shampoo reinnehmen. Wirklich unglaublich toll, auch generell Verletzungen auch und sowas. Ja. Ja. Also Melaleuca ist wirklich ein tolles Öl, Teebaumöl, wie auch wird in Australien bei uns gewonnen oder bei doTERRA und kann dich auch toll in deiner Mundhygiene unterstützen. Ja, also stimmt. Wirklich jeden Morgen einfach nach dem Zähneputzen, Schluck Wasser in den Mund, ein Tropfen Teebaumöl, super gerade bei Zahnfleischbluten, Parodontose, entzündeten Zahnfleischtaschen. Also da ist es wirklich nicht mehr wegzudenken und kann dich da optimal unterstützen. Genau. Und vor allem, es haben ja oftmals auch welche mit Herpes und so zu kämpfen, da nehme ich super gerne eben auch Melaleuca und Frank, also wer war auch eben hier. Also wirklich so diese Hautthemen, Akne, super geil. Ja. Super geil. Dann machen wir eh gleich weiter mit dem, oder? Genau. Frankincense, Weihrauchöl, mein absolutes, heiligstes, spirituelles, zellerneuerndes Wow-Öl, sag ich jetzt mal. Weil, ja, Zellerneuerung, was brauche ich da mehr dazu sagen? Unser Vateröl, das uns auch wieder sehr gut erdet, was man also zum Meditieren super verwenden kann fürs dritte Auge. Generell auch für Krebsthemen, Demenz. Ja, es ist super, MS, super, super geil. Ja, weil Weihrauch in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu durchbrechen. Das heißt, es wird gerade auch viel in der Schulmedizin erforscht und bewährt sich in dem Bereich. Wir nutzen es auch wirklich sehr, sehr vielseitig. Also es ist ähnlich wie Lavendel, wirklich unfassbar umfangreich. Also da würde es den Rahmen wirklich sprengen. Aber gerade im Alltag auch ganz toll, wenn du schwanger bist vielleicht, um Dehnungsstreifen vorzubeugen oder die auch zu vermeiden, habe ich mir auch immer eine Mischung gemacht von unter anderem Weihrauch. Und es ist irre, was das mit der Haut macht. Oder einfach auch als Anti-Aging-Prävention einfach unter die Tagespflege geben. Ist wirklich ganz toll, gerade bei Nasolabialfalten, Zornesfalten, Pigmentstörungen. Also ja, es ist eben auch innerlich. Gut, ich habe es genau innerlich auch genommen. Klar, wir können unsere Öle ja auch innerlich nehmen. Aber hier auch so zum Beispiel das ist gut, ich habe jetzt zu wenig drauf getan, aber wenn man da jetzt wirklich jeden Tag drauf tut, gehen auch Narben davon weg. Super geil. Ja. Okay. So. Dann haben wir unsere Immunmischung.
Ja, ja. En Garde. Auch ein... Der Schutz. Ja, ein kleines Helferlein. Ja. Der ist wirklich, wie der Name schon sagt, En Garde. Also wirklich die Herausforderungen des Alltags angehen, Keimfreiheit für die Family, für dich zu Hause. Das heißt, du kannst dir wirklich gerade so Desinfektionsmittelchen mit viel Chemie, was Sünde sind für unsere Haut, unser größtes Organ, sparen. Das heißt, aus En Garde kann man super eine Mundspülung machen, auch wieder um gegen Parodontose anzugehen, gerade auch um die Mundhygiene aufrechtzuerhalten. En Garde ist sensationell, um dich keimfrei zu halten. Das heißt, gerade wenn du viel im öffentlichen Verkehr unterwegs bist, das wirklich auf den Hals aufgetragen ist, wie so ein Schutzschild. Es hat verschiedene Einzelöle, die einfach zusammen einen keimabtötenden Aspekt haben oder Effekt. Das heißt, man kann damit Oberflächen reinigen, es gibt eine Zahncreme davon, eine extra Mundspülung, es gibt Waschmittel, alles aus dieser Serie. Mhm. Und prinzipiell auch toll immer jeden Tag auf die Füße, wenn jetzt gerade wieder so eine Grippephase kommt oder nach der Wiesn hier in München. Super im Diffusor eben, also auch Büro, genau. Wenn du merkst, okay, wow, da können viele Menschen gerade krank werden. Ja. Vorab schon, wenn du merkst, oh, da kommt irgendwas, einfach mal auch direkt auf den Mund oder eben in der Kapsel auch nehmen oder im Wasser auch super schön reinzugeben. Also echt super toll. Genau, oder bei Kindern eben über die Füße arbeiten, gerade wenn im Kindergarten wieder die großen Epidemien losgehen, ist es super, um die Kleinen dann ein bisschen präventiv auch zu unterstützen. Genau. Ja. So, dann haben wir noch ein weiteres super tolles Öl, unser Verdauungsöl Zen Chest. Für mich dieses absolute, oh mein Gott, 15 Minuten und schon hast du irgendwie deine Verdauung in den Griff gekriegt. Also vor allem so Magenbeschwerden und Probleme, extrem toll, auch für mich im emotionalen Teil. Super schön, wenn du schwierig Themen verdauen kannst, ist es auch mega toll zum entweder auf die Füße auftragen oder wenn du, ich habe es letztens auch verwendet mit Air zusammen, wenn ich Nebenhöhlen auch habe, dass ich es hier ein bisschen aufstreiche, weil das einfach sehr, alles löst, was lösend ist. Genau, ist, ja. Lösen, verstopfen, lösend. Genau. Also es ist auch ein Öl, was Fenchel, Kümmel, Anis zum Beispiel beinhaltet. Das heißt, alles ganz, ganz tolle Helferlein bei allen Themen, die den Magen-Darm-Trakt riecht wieder befassen. Uso oder wie heißt es? Uso, glaube ich, heißt es richtig, gell? Ja, es ist irre. Also es ist wirklich ein ganz tolles Öl, gerade wenn du merkst, du hast was Falsches gegessen, du hast eine Intoleranz, du hast einen Blähbauch. Du hast zu viel gegessen, zu spät gegessen, es gibt ja tausende Themen, Reizdarm, all solche Themen, wie gesagt, ist Zen Chest wirklich super innerlich eingenommen, jeden Tag präventiv, um Magen-Darm zu unterstützen und auch so diesen Reizdarm ein bisschen zu beruhigen oder eben äußerlich, ich mache es jeden Abend als Bauchmassage, dann mit ein bisschen Kokosöl, dass es einfach den Magen-Darm-Trakt wieder beruhigt, runterfährt und einfach auf eine gesunde Art unterstützt, ohne dass man jetzt wieder die kleinen Helferchen braucht aus Chemie, die dann vielleicht gegen Durchfall oder Verstopfung oder sonstiges helfen sollen, ne? Genau, ja. So, und last but not least, Oregano. Ja, da kommt man sich vor wie in Italien. Ja, absolut. Also es kann man nicht nur zum Kochen verwenden, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil bei bestimmten Graden ist einfach der therapeutische Effekt weg. Also wohl auch vorab gesagt, es sind hochtherapeutische Öle. Genau, da reicht eigentlich, also wenn du es zum Kochen verwendest, dann einfach einen Zahnstocher wirklich rein und einmal durch die Soße. Das reicht komplett. Absolut. Also weil das ein super scharfes Öl ist, genau. Ja. Also eben auch, um Warzen teilweise wegzuätzen. Ich war letztes Mal extrem krass verwundert, wie ich ein Bild gesehen habe, wo nach zwei Wochen diese Warze komplett weg war, also wirklich mit Schichten auch und so. Das ist ein natürliches Antibiotikum. Genau. Also gerade wenn ein Antibiotika nicht mehr anschlägt oder nicht mehr hilft, wird oft zu Oregano gegriffen. Super in der Wirkung über die Fußsohlen. Einfach damit ein bisschen Kokosöl auftragen, weil es eben, es zählt zu den scharfen Ölen, das hört sich immer ganz schlimm an, aber es kann Hautreizungen hervorrufen, wenn man es unverdünnt aufträgt. Man könnte, aber wie gesagt, es kann zu Rötungen kommen, deswegen mit Kokosöl dann einfach arbeiten. Und wenn man jetzt präventiv was machen möchte oder auch im Fall Candida, also gerade Hefepilz im Magenbereich, dann kann man da auch eine 10-Tage-Kapselkur machen. Es gibt so Veggie-Caps, die sind aus Pflanzenfaser. Da tut man dann Oregano rein, nimmt es für 10 Tage und das unterstützt dann einfach nochmal gerade beim Loswerden diesen restlichen Bewohners. Loslassen, auch für mich der emotionale Part extrem wichtig. Themen, wo ich weiß, okay, Achtsamkeit hinschicken, ich möchte jetzt das einfach mal loslassen, möchte dieses Thema abgeben, Danke sagen, Vergebung. Da ist einfach Oregano auch super schön. Ich mache es eben an den Fußsohlen dann, um wirklich Achtsamkeit auf diese Themen zu lenken und das als Unterstützung zu haben.
Genau. Das waren jetzt so im Shortcut die 10 Basic-Öle, auf die wir die ganze Arbeit aufbauen. Also egal, welche Trainings wir anbieten, welche Coachings, es basiert immer auf der Hausapotheke, weil du damit einfach, sage ich mal, nahezu 100% der täglichen Wehwehchen in den Griff kriegen kannst, genau. Für dich und deine Familie. Und darauf aufbauen kann man natürlich noch sehr, sehr viel mehr machen. Aber das sind dann immer noch die nächsten Steps. Also hiermit bist du schon mal gut ausgerüstet. Und da möchte ich mal sagen, kannst du dich vom Großteil deiner Reinigungsmittel aus dem Drogeriemarkt und anderen Hausmittelchen, die du daheim hortest, verabschieden, weil du einfach sehr viel auf natürliche Art mischen kannst, im Alltag verwenden und brauchst viel minimalistischer. Und ich glaube, dass es ja auch im generell im Alltag in der Gesellschaft mehr in diese Minimalismusrichtung gehen sollte, weil es uns einfacher weniger gemacht Zusatz, wird. Genau. Weniger Toxide, weniger belastende Stoffe, wir haben ja eh schon genug. Und deswegen gehen wir da wieder zurück zur Natur. Genau. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst und viel Spaß mit den Ölen. Und du darfst uns natürlich gern Feedback da lassen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.